Weiter geht's hier mit No Man's Sky in Disaster Area. So, wir sind hier gerade vom Plutonium-Paradies zurückgekommen, haben unterwegs noch ein bisschen Thamium geschossen. Da war auch irgendwie so ein Iridium-Stern dabei oder so, den haben wir jetzt mit abgeschossen. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir jetzt ein bisschen Iridium dabei haben, was ich jetzt wahrscheinlich aber auch sofort wieder verkaufen werde. Und ja, es steht eigentlich nur an, wahrscheinlich werden wir den Planeten, den wir gefunden haben, Rainy Garden, jetzt hinter uns lassen und ins nächste System fliegen oder vier Systeme weiter oder so. Wir haben nämlich jetzt richtig, richtig viel Energiezellen, wenn wir hier fertig sind. Und damit können wir dann auch richtig, richtig weit fliegen. So, die Energiekanister verkaufe ich auch mal. Den Gragra kann weg. Und das Iridium brauche ich ja noch. Antimaterie brauche ich noch. So, im Raumschiff müsste noch was sein. Ja, hier ist ein bisschen Gold, das kann weg. Das Aluminium, das ich versehentlich aufgenommen habe. Noch ein Schildsplitter, noch ein Energiekanister. Das Iridium, was ich gefunden habe. So, Zink gebe ich nicht her. So, das war's eigentlich auch schon. So, jetzt müssen wir gucken, was wir damit anstellen können. So. Für Warp 10 fehlt mir ja Thamium. Hab ich jetzt extra was gesammelt. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Ich habe gar nicht nachgesehen. Oh, wieder so 1,5 Stacks. Gut, wenn ich hier fertig bin, müssen wir nochmal welches holen. Aber ist dann halt so. So. Können wir jetzt noch hier einmal Antimaterie machen. Und noch eine Warp-Zelle draus machen. So, eine laden wir direkt hier in den Hyperantrieb. Zack. Ich glaube, die verballern wir jetzt sofort alle, damit wir den Platz haben. Und wir dann sind wir ganz gut weit gekommen. Ich denke, das machen wir so. Aber zuerst werden wir natürlich noch einen neuen Lagerplatz kaufen. So, hoch damit! Hey ja! So. Ach nee, hier waren wir ja schon, ne? Haha, hier ist gar keiner. Ich hab gerade schon gewundert, warum ich da einfach so durch die Tür komme, aber ja, ja. Da war was, ne? Hier waren wir schon einmal. Gut. Dann können wir jetzt warpen wie ein Weltmeister. Das wird jetzt eine die absolute Warp-Folge. Hui. So. Wo sind wir denn hier? Osade 1. Jetzt weiter nach Lamski. Kann ich nicht auch einfach mehrere hintereinander machen? Darf ich nicht. Müsste ich Antrieb verbessern, was ich nicht kann. Na gut, dann halt einzeln. Jetzt wird gewarpt. Nicht beam mich hoch, Scotty, beam mich durch die Gegend, Scotty. Oh Gott, ey, mir fällt gerade ein, die Ladezeit. Oh Gott. Und die Hälfte der Folge, tut mir wirklich leid, aber die Hälfte der Folge wird nur aus diesem Bild hier bestehen, aus dieser Sequenz. Ich kann da auch nichts nebenbei machen oder so, okay. Dann habe ich nicht gedacht. Notfallsignal? Okay, was geht hier ab? Ist hier irgendwie ein Kampf, oder? Ja, hier ist offensichtlich ein Kampf. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Wer schießt da auf mich? Ich habe gar nichts gemacht. Du hast auf mich geschossen. Wer hat auf mich geschossen? Scheiße, wer hat auf mich geschossen? Der da, der schießt da drauf. Den schnappen wir uns. Wir versuchen hier ein bisschen zu helfen. Und das! Und das! Jetzt habe ich nur leider keine Oxide oder so, mit denen ich mein Dings wieder auffüllen könnte, ne? Aber egal. Und das schaffen wir schon, wenn es kritisch wird, können wir ja immer noch abhauen. So, wo ist er? Da. Okay, einen haben wir. Oh, weia. Wo ist der? 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 Da. Vielleicht hat der ja irgendein Dings, womit wir uns reparieren können. Der hat Emeril wie Sau. Das brauche ich aber nicht. Ich brauche irgendwas mit meinem Schild aufzuladen. Und ich habe noch mein Zink und das benutze ich bestimmt nicht. Aua. Aua.
So, nimm den und den und Nonnenladung. Hab ich ihn erwischt? Nee. Jawoll! Was ist denn da für ein Teil? Das ist, also das ist eine Raumstation, lol. Okay, ich würde sagen, wir flüchten uns einfach mal kurz in die Raumstation. Halt! Das will ich mitnehmen. Aua. So, ein bisschen Gold muss sein. Jetzt nicht zum Weg. Ja, oh Gott, wir werden abgeschossen. Wir werden sowas von abgeschossen. Yep. Naja, die Raumstation ist ja direkt um die Ecke. Von daher, kein Problem. Das ist ja direkt vor der Tür. Was ist jetzt kaputt gegangen? Das Ding da. Ja gut, wenn wir einen Timer wieder haben. Ah, müssen wir halt wieder Platin holen und so. Egal. Das sollte ja eigentlich direkt vor der Tür sein. Mein Dingens. Was ist... Oh, wow, Alter. Alter, pass auf. Dude. Wo, hey, wo ist mein Grab? Wo ist mein... Da ist mein Grab. Komm her, Grab. Hui. Ist jetzt die Schlacht hier immer noch da, oder? Wir sind zuerst wieder weg. Ups. Oder auch nicht. Hoch, hoch, hoch. Da ist es. Komm her. Tada! Ist hier alles wieder in Buddha? Die sieht ein bisschen aus wie die Enterprise, ne? Vorne mit dieser komischen Disk da und so. Was ist denn das für ein Riesenteil? Also das sieht mir schwer nach Kriegsschiff, aber guck mal, was das für fette Geschütze an der Seite hat. Wow. Also mit dem Ding will ich mich nicht anlegen. Wenn das Teil auf mich schießt, ey. Ja, dann gute Nacht. Machen wir mal kurz einen Scan. Handelsposten. Da drüben. Okay, fliegen wir mal dahin. Wieso nicht? So, näher dran kommen wir erstmal nicht. Müssen wir hier ein bisschen Atmosphärsurfen betreiben, wie ich das gerne nenne. So. Und jetzt können wir eintreten. Wir können einfach schnurstracks drauf zufliegen. So, in der Zwischenzeit gucken wir mal, ob wir hier inzwischen wieder alles haben. Ein bisschen Emre, ein bisschen Gold, ja. Das Plutonium. Das Iridium reicht auch nicht. Man muss wieder ein bisschen Iridium holen, ein paar Platinpflanzen einsammeln. Ach ja, hier, Tamium. Gut, bevor wir dann hier landen, müssen wir wieder ein bisschen Tamium schießen. Wir haben ja jetzt ganz viele Zellen gemacht und demnach ganz, ganz viel Tamium verbraucht. So, was ist das für ein Riesenklotz? Das ist bestimmt kein Tamium. Mal müssen wir noch ein bisschen näher dran fliegen. So, das muss jetzt aber gehen hier. Das muss jetzt aber gehen hier. Super. Gehen das Tamium. Praktisch, dass das einfach so im All rumfliegt, ne? Über jeden einzelnen Planeten. Das ist wirklich mega praktisch. Geht der Strahl eigentlich weiter? Der scheint weiter zu gehen, ne? Ja, ich glaube, der geht weiter. Aber gut, dafür verbraucht er auch Rohstoffe, ne? Ladung. Aber ich glaube echt, der Phasenstrahl ist deutlich stärker, auch mit Kämpfen und so, weil seit ich den benutze, habe ich den Kämpfen doch deutlich besser abgeschnitten. Ja, wir sind wieder abgeschossen worden, aber zwei habe ich vorher noch erwischt. Also. Ja. Und das, obwohl mein Schiff immer noch bei weitem nicht für den Kampf geschaffen ist. So. Wie viel haben wir? Zwei Stacks und ein bisschen. Das sollte reichen. So, wo ist da? Nichts wie hinter.
bis zum Handelsposten und nicht weiter. Wollte gerade sagen, lange 10 Sekunden. Ups. Das war nur mein Pad, keine Sorge. Ist nichts passiert. Jawoll. Recht rot hier. Ich bin mal gespannt, was hier so abgeht. Paradiesischer Planet, schon wieder. Regenstürme. Wächter geringe Alarmstufe, okay. Das hört sich aber nicht so geil an. So, ein paar ein Zeug hier. Ew, Schildsplitter. Ew. Kann ich gar nicht direkt verkaufen. Aber auch ein paar ganz gute Sachen dabei gewesen. Ein Gag-Amulett, nice. Funktionsflüssigkeit, Elektronendampf. Das andere Teil da war wohl leer, deswegen hat er nichts angezeigt. Was steht denn da rum? Ja, ist ja gut. Ich gucke mich hier nur ein bisschen um, ja? So. Das Gold und das Emery können wir erstmal verkaufen. Ach du Scheiße. Ja stimmt, ich Idiot. Ich wollte doch eigentlich direkt weiter warpen. Naja, machen wir kurz mal einen kleinen Zwischenstopp. Den Scheiß hier verkaufen. Noch mehr Warpzellen machen? Ja, dafür bräuchte ich noch mehr Iridium. Oder nee, Moment, was fehlt? Das Zink. Ah, okay. Oh, das ist aber schlecht. Dann verkaufe ich den Scheiß vielleicht lieber erstmal. So, wie sieht es hier mit meinen Waffen aus? Komm hier. Wie? Das ist ein Energiekanister. Hau mir den kurz weg. Weil ich könnte den jetzt auch verkaufen, aber so viel bringt der einfach nicht. So. Also das hier kommt auf jeden Fall weg. Das kann weg. Das kann weg. Iridium brauchen wir. Hier gibt's Radnox zu kaufen. Interessant. So, Gold weg, Emerald weg. Den Rest brauche ich. Aber was mache ich jetzt mit dem Kram hier? Behalten oder verkaufen? Behalten oder verkaufen? Ich behalte mal. So, aber zumindest das Ding hier will ich gerade reparieren. Haha, deshalb sind wir hier gelandet. Also ich brauche eine Platinpflanze und ein bisschen Iridium. Nicht viel, nur ein bisschen. Und hier ist es schon wieder am Sturm. Was? Was ist das? Okay, das müssen wir uns ansehen. Das müssen wir uns jetzt ansehen. Jetzt erstmal hier auf der Platte. Okay, hier scheint nichts zu sein. Und reden wir mal gerade noch mit dem Typen, der hier rumsteht. Was macht der hier? Wer bist du? Irgendein Verwalter ist dort, alles klar. Freund, Händler, zerstören. Ich habe den Händler auf frischer Tat ertappt, jawohl. Produkte und Elemente strömen aus dem Lagerfach der Einrichtung in sein eigenes Inventar. Über das sanfte Brummen seiner Unterschlagung hinweg kann ich das verängstige, dickte Schlucken der Lebensform hören. Sie schaut mir direkt in die Augen und macht ein Angebot. Minute geht geschätzte Kunde, okay. Ein Anteil verlangen. Alle gestohlenen Güter verlangen. Ein Anteil verlangen. Gib uns einfach was ab. Na, Ferritplatte. Ein bisschen Kohlenstoff. Mehr nicht. Ist ja langweilig. Ich hätte alles verlangen sollen. Aber wer weiß, ich wäre dann sauer gewesen und hätte mir gar nichts gegeben oder hätte auf mich geschossen oder so. Keine Ahnung. Ferritplatte. Hä? Nicht das Geilste der Welt. Ne, das ist jetzt wirklich nicht so der Hammergewinn hier.
Ne, bringt irgendwie nicht so echt. Das kann man rüber ins Schiff. Kann ich von hier drin überhaupt scannen? Das war gerade hier irgendwie an dem Boden. Ich will wissen, was das grüne Zeug war. Also einfach mal hier. Wow, 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 wow. Da fällt mir ganz schön tief mit dem Ding hier, ey. So, wo schon mal hier bin, wenigstens ein paar Scans machen. Wo wir schon hier gelandet sind, ne? Oh! Ah, oh, Beutelgift. Alles klar. Deswegen wahrscheinlich auch die Alarmbereitschaft. Was ist da hinten? Ich muss jetzt mal gerade mal kurz gucken. Das sieht aus nach einer Pflanze oder so, die da irgendwie so ein Zeug hat. Das ist eine Zinkpflanze, ne? Gib mir das Zink. Lass mich in Ruhe, ich will nur das Zink haben. Wo war ja der Sturm hier? Ein bisschen aufpassen. Autsch! Gott, da muss man wirklich aufpassen, wo man hintritt, ey. Das ist voller Beutegift. Gerade das Ding wieder aufladen. Hatte ich das nicht gerade eben erst aufgeladen? Oder gibt denen dieser Kanister wirklich so wenig? Kann natürlich sein. Weiß ich ja nicht. So. Jedenfalls kann ich jetzt mit dem Zink noch ein Antimaterie machen. Und damit jetzt noch eine Warpzelle. So, die könnte ich eigentlich auch direkt weiterentwickeln. Aber dann brauche ich echt mehr Zink. Dann warte ich vielleicht noch, bis ich das Zink habe. Was wollte ich noch? Was wollte ich noch? Das Ding hier reparieren. Platin, Iridium. Gut, dann halt mir erstmal nach Iridium Ausschau. Das ist Kupfer. Was habe ich denn hier noch angezeigt? Ist das Handelsdepot? Ja. Und da war ich doch schon. Will ich nicht noch mal hin? Vielleicht später. Ich wieder Zeug verkaufen muss. Boah, was ich hier für Schlangen hier. Guck mal, schlängelt sich so richtig über den ganzen Boden hier. Was sind das für Dinger? Welche Felsen oder so? Alter, so Formation. Oh, hallo. Aber Iridium kann ich jetzt noch keins sehen. Normalerweise erkennt man die immer aus 3000 Kilometer Entfernung. Gehen wir mal hier rüber. Die ist ein bisschen flacher, da fällt sowas eher auf. Oh, was ist denn da? Da landen wir mal. Oh, ein kleines Wäldchen. Okay, schön. Cousin-Dschungel. Hätte ich das jetzt schon? Ja. Was ist das hier? Okay. Haben wir hier so ein Riesenteil. Das sieht irgendwie ein bisschen gefährlich aus. Es könnten jetzt so riesige Stacheln aus diesen Einbuchtungen da kommen. Scheint aber ungefährlich zu sein. Okay, schön. Was ist das hier? Multiwerkzeugtechnologie. Rail-Schussadapter. Wir ziehen sofortigen Schaden zu. Okay. Okay, Railgun, wieso nicht? Sieht auf jeden Fall interessant an. Wenn ich jetzt ein größeres Multiwerkzeug hätte, könnte man es natürlich einfach so ausprobieren. Ich habe jetzt schon echt lang kein neues Multiwerkzeug mehr gefunden, ne? Ist echt schon ein bisschen bitter. Ah, wieder irgendeine Übertragung. Ich glaube, die richtige Antwort ist 77, ne? Ich meine, das hatte ich schon mal. Ne? Ne, es ist irgendwas. Doch, es muss 77 sein. Richtig? Jawoll. War richtig.
Ich kann jetzt nicht mehr sagen, warum, weil ich das schon kannte. Ich habe es nur überlegt, ob das vielleicht ein anderes Rätsel ist, aber nee, ich kenne einfach die Lösung schon. Was will er mir damit sagen? Ist da irgendwas? Ja, da ist irgendein abgestürztes Schiff. Okay. Ich würde aber gern zuvor erst noch diesen Ort hier entdecken. Natürlich will ich hier gucken, was hier sonst noch ist. Oh, ein abgestürztes Schiffteil. Ablenkungsstangen. Theta. Okay, nice. So, erste Hilfe. So. Schnell auf die Röhre gehen. Bloß nicht zu viel durch den Regen latschen. Was ist das hier? Gesundheitsstärkung. Bringt mir doch alles nichts hier. Es bringt doch alles nichts mehr hier. So, was ist das? Okay. Gut, dann checken wir doch mal dieses Schiff da ab. Ich glaube ja kaum, dass es größer als das hier. So viel Glück habe ich im Let's Play hier einfach nicht. Aber da könnten ja auch noch irgendwelche Technik rumliegen oder so. Das könnte interessant sein. Also fliegen wir da mal hin. Wenn wir irgendwo unterwegs Iridium finden, wäre das auch nice. Oder wenn da einfach so Iridium ist, wäre das noch viel nicer. Kann aber dauern, bis wir da sind. Am besten ist, wir fliegen mal in Orbit und machen es von da aus. Geht viel schneller. So, bis es auf 1000 beschleunigt hat. So. Jetzt rüber da. Ja, weiß ich, das ist doch viel schneller. Gott, das ist ja echt irgendwie auf der anderen Planetenseite oder so. Da bin ich ein gutes Stück unterwegs, ey. Bis wir da sind, die Folge rum. Ja, wenn man im Weltraum unterwegs ist, dann muss man eine geduldige Person sein. Das ist alles so dermaßen weit weg. Da muss man schon echt Geduld für aufbringen. Und ich meine, hier ist es jetzt noch nur eine Sache von Minuten oder so, die man mal eben so nebenbei in einem Let's Play erledigt. Aber wenn man da wirklich hinfliegen wollte, dann müsstest du Generationen für warten. Jetzt nicht auf dem Planeten hier, aber auf anderen schon. Wenn du jetzt von einem Stern zum nächsten fliegen willst, dann bist du aber unterwegs, ey, aber hallo. Da kann dir die NASA auch nicht großartig helfen. Aber wer weiß, vielleicht ist der Mensch irgendwann mal so weit, dass er das tatsächlich machen kann. Nur im jetzigen Stand der Technik, ja, wird das dauern. Sehr lange dauern. Bis wir soweit sind. So, da unten muss es sein. Da ist ein Krater, kann man sehr schön sehen. Wenn es nicht so verdammt dunkel wäre. Ah, komm schon. So, hier können wir landen. Wo sind wir gelandet? Wow, 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 Alter. Wo zur Hölle ist mein Schiff? Da oben. Da sah ich jetzt mal nichts zu. Super gelandet. Da mache ich jetzt mal ein Foto von. Das sieht ja geil aus. Mit dem Planeten da im Hintergrund. Ey! Ich versuche ein Foto zu machen und du. Aua. Der hat mich hier runtergeschubst, ey. Dieses Sackvieh. Hallo. Aber sieht das geil aus, da mit dem Planeten im Hintergrund. Die werden scannen, damit ich nicht nochmal so ein Ding reinlaufe. Aber das ist doch echt geil.
So, mal gerade gucken, dass der Schild da oben da weggeht. So. Wunderschön, wunderschön. Aua, bin ich doch wieder da reingerannt, ich Depp. So, gucken wir uns das doch hier mal an. Ziel erreicht. Ach echt, ist mir gerade aufgefallen. Das Innere des abgestürzten Schiffes ist ein Sammelsurium an Technologien, die möglicherweise aus anderen Schiffen geplündert wurden. Die korpulente Leiche einer Lebensform mit einem Schädel breitet sich über das Bedienfeld aus. Der Verstorbene hatte eindeutig eine Vorliebe für die schöneren Dinge des Lebens. Ja. Lass mir das mal so stehen. Der Frachtraum wird von einer Art selbstgemachtem Sicherheitssystem geschützt. Wie das restliche Schiff besteht das aus einem Mischmasch aus mehreren Technologien. Eine Deaktivierung könnte schwierig werden. Okay, dann suchen wir den Piloten. Neue Exo-Anzug-Technologie. Okay. Nice. Das ist eine gute Sache. So, was haben wir hier? Jawoll, Kanonenschaden, Tau. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Die baue ich vielleicht sogar. So ein bisschen Platz in unserem Schiff haben. So, noch mehr Elektronendampf. Manchmal frage ich mich, wieso ich manchmal diesen Dingern überhaupt aufmache, ne? So, jetzt zum Schiff. Eine Urosawaku. S81. Und der einfach mal... Ah, nicht alles kaputt ist, aber fast alles. 25 Plätze wäre natürlich einer mehr, aber den Aufwand, den ich dafür betreiben müsste. Außerdem sieht mein Schiff viel schöner aus als dieses Schiff da. Ich hab jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu, nur wegen einem einen Punkt, einem einen Platz da. Wie komme ich jetzt eigentlich zu meinem Schiff zurück? Das wird jetzt interessant. Das, meine lieben Freunde, machen wir in der nächsten Folge von No Man's Sky. Denn ich habe jetzt wirklich auf Anhieb keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Also, ja, machen wir das einfach in der nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal.